Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Replay eingesendet von Cider in einer Halland. Ja, die Halland ist der Stufe 10 europäische Zerstörer, den wir erringen können, wenn wir das denn möchten, eine Linie ohne Smoke. Und was die Halland zu bieten hat, das sehen wir uns im Laufe des Gefechts an. Am Anfang eine kleine Info. Nein, der Patch 0.9.9 hat nichts zur Verbesserung der Problematik der Replays und der Abspielbarkeit beigetragen. Eine kleine Erklärung dazu. Es ist nicht Mod-abhängig, weil ich Mods installiert habe, dass es nicht geht, dass etwas funktioniert oder nicht. Das Problem ist komplett, also meiner Meinung nach, random. Weil, wenn ich als Beispiel ein eingesendetes Replay einer Paolo Emilio von Thomas von Freier mit meinem normalen Client 64-Bit aufmache und es geht nicht, dann wechsle ich in den 64-Bit-Client durch Ziehen der Datei im Installationsordner. Und es geht nicht. Es ist tatsächlich was anderes. Es ist in der Bin, im Bin-Ordner drinnen, dieser, da wo immer die Abschnitte gemacht werden. Je nach Patch wird ein eigener Ordner angelegt. Merkt man daran, dass nicht der eigene Client ist, weil die Auflösung nicht stimmt, weil die Grafikeinstellungen nicht stimmen. Dann ziehe ich es in den 32er-Client, also 32-Bit-Client, und da lässt es sich starten. Allerdings mit den niedrigsten Einstellungen, also Auflösungen, ne? Dann kriege ich drauf, Einstellungen erhöhen und sehr hoch etc. Dafür muss das Replay neu gestartet werden. Das Problem ist, ich bin Vollidiot. Einerseits wird das nicht gespeichert, das wusste ich eigentlich, habe es trotzdem auf Neustarten geklickt, um zu testen, ob es denn immer in 32-Bit-Client geht und es vielleicht abhängig ist davon, ob der Einsender 32-Bit oder 64-Bit-Clients benutzt. Ja, dem ist nicht so. Beim Neustarten hat das Replay dann nicht funktioniert. Dann habe ich es nochmal im 64-Bit-Client von mir probiert, hat auch nicht funktioniert. Es ist komplett random. Deswegen, 4-5 Mal starten, einmal geht's, beim selben geht's dann nicht mehr. Ich hoffe auf 0.9.10. Soweit die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten sind, vielen lieben Dank, ihr sendet mir sehr viele Replays ein. Das bedeutet, es muss keine Engstelle geben. Ich kann immer ein Replay bringen, wenn ich möchte, weil es einfach viele sind. Letzte Woche waren, also eigentlich diese Woche noch, waren nicht so viele Replays, weil einfach viel los war ansonsten. Und deswegen schauen wir, dass wir das nächste Woche verbessern. In den Zeiten, wo wenig Neuheiten präsentiert werden, gibt es mehr Replays. Da, wo viele Neuheiten präsentiert werden, gibt es weniger Replays. Ich muss den Navigator-Mod noch rausmachen. Beim nächsten Mal habe ich wegen eines Streams drin gehabt, um Anfängern zu zeigen, dass das relativ praktikabel sein kann, wenn man ungefähr weiß, wie die Achse, also die Längsachse des Schiffes zu einem steht. Ihr seht hier, 57, so würden die Granaten auftreffen, aber wir haben natürlich jetzt Torpedos. Nur als Beispiel. Ich finde die Mod, eigentlich gehört sie raus, aber für Anfänger ist es eigentlich recht nett. Ich sehe ganz, ganz viele mit dieser Mod spielen. Ist eigentlich eine große Hilfe, wenn man aufgrund der Perspektive nicht genau weiß, in welche Richtung das Ding fährt. Ach, scheiß drauf, vielleicht lasse ich sie ein bisschen drin. Ein paar Replays lang, damit die Leute das sehen und weise dann hin und wieder darauf hin, dass man das auch gerne nutzen kann. Erleichtert auch das Zielen bei hinter Insel stehenden Schiffen. So, jetzt konzentrieren wir uns auf Cider und sein Gameplay hier gegen die Shimakaze. Ist ein reines Zehnergefecht. Nachdem das hier beendet ist, schauen wir uns mal kurz an, was das Team hergibt. Im Gegnerteam Des Moines, Petropavlovsk. Oh, das war's. Ja, ist unangenehm. Trotz fehlendem Smoke-Radar mit dabei zu haben, weil wir natürlich eine Grundaufdeckungsreichweite haben, die das Radar bei weitem überschreitet, auf mehr als das Doppelte, gut, nicht bei Des Moines, aber bei manchen, bei dem Russen natürlich, und dann ist sofort die Position bekannt und meiner Meinung nach leben die, und wie laut ist der Gun-Sound hier, der Halland, meiner Meinung nach profitieren die europäischen DDs ganz stark vom Nichtwissen, das ist wahrscheinlich bei jedem Torpedo-DD so, der gegnerischen Schiffe, wo der Torpedo herkommen könnte, wo das Schiff zuletzt gewesen ist. Alles klar, sonst kann man einlenken, kann ein bisschen Kurs ändern und so weiter. Dementsprechend Radar, auch für solche Schiffe, die keinen Smoke besitzen und direkt davon betroffen sein könnten, Stieglitz 72, betroffen sein könnten, ein Problem. Ein vielleicht geringeres Problem als bei allen anderen, die näher dran sind, als hier auf maximal 10, 12 Kilometer. Weil was sollen wir denn noch näher dran?
So, wir haben hier ein gutes, will ich sagen, Matchmaking, aber eine gute Gefechtswahl für eine Halland oder jeden paneuropäischen Zerstörer. Caps muss man nicht cappen, die gehören schon uns. Was will ich damit sagen? Es ist nicht unbedingt angenehm, mit Zerstörern, die keinen Nebel haben, Caps zu holen. Man kann das natürlich dennoch machen. Man kann das auch mit einer Khabarovsk und einer mit einer Marceau machen. Der Vorteil von diesen Gunschiffen ist aber, ich vertreibe zuerst alles, was mir gefährlich werden könnte, aus dem Cap. Und dann fahre ich ins Cap. Problem der Halland ist, ja, die Kanonen sind zwar 2x2, also die Anzahl ist sehr, sehr gering. Dafür 2 Sekunden Nachladezeit Stock. Aber nicht vollumfänglich einsetzbar aus jedem Winkel. Sprich, wir haben eine Führ- und Torpedo-DD, das eher auf Reichweite bleibt, dennoch ansprechende Bewaffnung, aber nichts für im 1 vs. 1 zu kämpfen. Der Heal rettet da ein bisschen, das ist ganz klar, aber overall wird die Halland, zumindest, ich will nicht sagen, wenn ich in einem anderen Gun-DD sitze, 90% von mir fertig gemacht. Und ich glaube, das ist auch bei jedem anderen so. Ne? Also, die Halland ist kein 1 vs. 1 DD. Die Halland ist ein Torpedo-DD. Anders. Ich weiß nicht, kann man das anders sehen? Kann man diese 2x2 so hart pushen, dass sie sinnvoll sind im 1 vs. 1? Ich bin dafür für 10 nicht. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Wir haben nicht umsonst 15 Kilometer. Torpedos sind 2x5, der Reload ist ganz beachtlich. Stock sind es 100 Sekunden, hier sind es ja, minus 15, minus 10. Und jetzt muss ich kurz das Fenster schließen, denn wir haben Mega-Alarm. Vielleicht in Deutschland auch Sturmwarnung und da heißt es dann zu Hause bleiben. Es geht dann über das normale Meldesystem, das sonst immer um 12 Uhr mittags am Wochenende einmal komplett getestet wird. Und hier haben wir eine andauernde Meldung. Ich weiß gar nicht, ob das Sturmwarnung ist, aber das Tief zieht wahrscheinlich auch über Deutschland. Von daher, Samstag, Sonntag macht viel Spaß. Ja, die Replays sind on point aufgenommen, würde ich mal sagen. Na, Entschuldigung, die kleine Unterbrechung, das gibt es sonst nicht, aber ich habe Angst, das Replay nochmal zu starten und nochmal eine kleine Einführung zu machen, weil es könnte durchaus sein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ich muss also mit allem zufrieden sein, was geht. So, große Probleme der Halland. Ein Schiff, das auf Torpedos auf hohe Distanz angewiesen ist, der ist auch darauf angewiesen, dass Schiffe reinfahren. Er ist darauf angewiesen, dass man nicht gespottet wird. Ja, hier sieht man es. Ja. Und ich würde sogar sagen, eine Shimakaze kann einer Halland sehr viel Schaden machen, wenn sie auch schießt. Wenn die Türme eingedreht sind. Ja, und trifft. Das war jetzt leider nicht so toll. Aber ihr seht es ja selbst. Seider kann beim Anfahren hier nur einmal zwei nutzen. Jetzt kommen wir in den Winkel, wo er auch die 2x2 nutzen kann. Das möchte er natürlich, aber ist natürlich sehr gefährlich hier. Die Shimakaze, wenn nicht getorbt, hat 3x5. Wenn sie gescheit fächert, die Halland ist nicht das kleinste Schiff. Dann. Dann heißt es Torpedo-Tango. Ja, wir werden schauen. Aber wie ihr vielleicht auch bemerkt, Spiele in diesen DDs sind relativ angenehm. Angenehm, von wegen ruhig. Man muss nicht extrem jede Sekunde voll konzentriert im Gefecht agieren. Anders als bei Gun-DDs oder Cap-Contest-DDs, wo man die Karte im Auge behalten muss, immer und immer wissen muss, wo der Feind ist, dass man nicht überrascht wird. Hier wird auf 10 Kilometer gekämpft, der eine DD wird hier gejagt. Gut, das liegt auch an der Teamaufteilung. Ihr seht, das grüne Team verteilt sich auf die Flanken, das rote Team weicht dementsprechend zurück, aber in die Mitte und nach vorne. Was eine ganz schlechte Taktik ist. In die Mitte und zurück wäre idealer gewesen, damit man sie nicht umfassen kann. Allerdings wird das grüne Team, also diesen Angriff, wahrscheinlich mit Verlusten, oder sollte es eigentlich mit größeren Verlusten beenden.
Denn Angreifen ist immer schwieriger, als sich zusammenzuziehen und zu verteidigen. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Nicht, weil wir Mauern haben, wie früher bei Burgen oder Verteidigungsanlagen, die man halten kann. Nein, es ist ganz einfach, wenn eine Flotte sich zusammenzieht, dann sind die Schiffe, die verbündeten Schiffe, nebeneinander in einer geringeren Reichweite, was besseres Fokusfeuer für den Gegner erlaubt. Also nicht wir schießen dann auf die gebündelten Schiffe, sondern die gebündelten Schiffe schießen auf eines der wenigen Ziele, das halt am weitesten vorne ist. Da drüben war es die Halland, dann die Daring, hier ist die Sau, das Schiff, das dann gesehen wird, wenn sie noch näher ranfährt, weil wir sollten ja nicht gesehen werden. Dementsprechend ist es dann einfacher, wenn sich nur ein richtiges Ziel bietet, anstatt dass sich fünf richtige Ziele in einem Quadranten befinden. Ja, dann schießt man halt auf das, das schnellsten rausgeht. Derweil wird man von fünf anderen Schiffen gefokust und ist dann halt schneller raus, bevor das eine von einem beschossene Ziel das zeitliche segnet. Zumindest sollte es so sein. Zahlreiche Gefechte, beweisen und markieren leider das Gegenteil. Was sich dann in den Köpfen dieser Spieler abspielt, das wage ich nicht zu mutmaßen. So wie auch, warum fährt... Seider torbt natürlich auf einen vorstoßenden Kurfürsten an, der einen Pfanderer hier unterstützen möchte. Der ist ja auch da vorne. Der hätte ahnen können, dass der Kurfürst die Insel nicht sieht. Und der Pfanderer da vorne wahrscheinlich auch die Insel nicht sieht. Also alle Torpedos für den Arsch. Selbst wenn er weiter nach vorne gefahren wäre, wahrscheinlich zu kurz, aber... Er versteht, was ich meine. Das ist die Schwierigkeit, da zahlt sich gar nicht mehr aus, drauf zu torpen. Die Schwierigkeit des Einschätzens beim Spiel auf lange Distanz. Wie kann man das ahnen? Ist gefährlich am Pfanderer vorbei. Wie kann man das ahnen, dass. In weißer Voraussicht der maximalen Eingeschränktheit der Gegner torpe ich so, dass das nach vorne stoßende Schlachtschiff die Insel nicht passieren kann, weil der Kapitän die ganze Zeit im Binokular verbringt und deswegen auffährt. Aber ich torpediere natürlich nicht auf diese Position, die er innehaben würde, würde er zurücksetzen, um von der Insel loszukommen. Nein, ich setze auf maximale Eingeschränktheit durch den Blick des Binokulars, das Ignorieren der störenden Piep-Piep-Piep-Warnungen, dass der Feind 2 Minuten einfach auf der Insel kleben bleibt. Happy Birthday. Also, ganz im Ernst. Wie kann ein minder intelligenter World of Warships-Spieler so etwas vorausahnen? Ich glaube, man muss schon gleich denken, dass man da erfolgreich Torpedos schießen kann, auf über 10 Kilometer, abwerfen kann auf über 10 Kilometer. Es ist, wie gesagt, leidlich verstörend. Aber, so ist es halt. Man muss sich im Spiel anpassen. Wenn man das nicht schafft, dann schafft man es halt nicht. Dann merkt man das rechts oben am Schaden, merkt man dann in der Teamliste im Abgesang des Gefechts und man merkt es an der roten Stirn, die gerötet und geschwollen von den Klatschern, die man sich drauf gibt, wahrscheinlich für den nächsten Einsatz im Gefecht dann besser geeignet ist, um solche Dinge voraussehen zu können. Es ist nicht immer einfach. Aber soll es das sein? Wahrscheinlich nicht. Sonst wird es ja keinen Spaß machen. So. Es ist natürlich immer einfacher, auf angreifende Schiffe zu werfen, als auf wegfahrende Schiffe. Einerseits, die Winkel ändern sich beim Wegfahren meistens enormer als beim Anfahren. Weil beim Anfahren wird meistens mehr angewinkelt, sodass man da eingeschränkt ist in seiner Bewegungsfreiheit. Beim Davoranfahren wird meistens arg mit dem Arsch gewackelt. Und deswegen, das ist auch gut. Und deswegen sind die verschiedenen Winkel beim Davonfahren zusätzlich zur Distanzvergrößerung, was ein Auslaufen der Torpedos wegen zu geringer Reichweite begünstigt, natürlich eher gegeben. Man sieht ja die Vorteile. Man sieht auch die Vorteile, die Seider jetzt bekommen kann, wenn er nach hinten setzt und in dieses Nest hier auf G7 seine Torpedos wirft. Das ist des Wahnsinns fette Beute. Zurücksetzen nach vorne. Der Arsch und das Heck sieht. Der Arsch und der Bug sieht gleich aus bei diesem Schiff. So, jetzt aber. Jetzt müssen die Torpedos schon so gut wie unterwegs sein. Wirklich setzen wir darauf, dass sie wegfahren? Ich würde direkt draufsetzen, Seider.
Das ist nur die Petra Pavlovs. Ich hätte direkt auf das Netz gesetzt. Das Nest gesetzt, das leider schon dezimiert worden ist. Schade, schade. Wie gesagt, das wahnsinnig fette Beute. Und jetzt können wir was Interessantes sehen. Die Somers, die ist relativ voll, hat 3 Kills. Warum? Ja, angreifende Schiffe torpediert. Und unsere Halland, die ist auch relativ voll. Der Kampf der Titanen, möchte man fast sagen. 4x2 mit längerem Reload gegen 2x2 mit weitaus kürzerem Reload. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Somers kommt auf 3,6, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn man sie... Ja, oder? 3,6. Die hat 4 Stock, oder hat sie ein bisschen mehr jetzt bekommen bei Release. Minus 10% sind 3,6. Muss man nochmal nachschauen. Schreibt es mir in die Kommentare, was Maximum ist. Wie gesagt, ihr könnt immer brav nachschauen, oder wenn ihr nur die Schiffe fahrt, oder wenige Schiffe fahrt, dann habt ihr sie natürlich im Kopf. Ich muss das im Replay aus dem FF wissen. Und bei über 300 Schiffen wird es dann teilweise ein bisschen schwierig mit unterschiedlichen Einbaumöglichkeiten. So, da haben wir sie. Die ist aber 16.000 geskillt, okay. Und wir haben noch 19.000. Und sie setzt den Smoke ein. Das ist interessant. Ja, sie wird den Smoke einsetzen müssen, weil Daring und Thunderer hinten rumkommen und dann bleibt sie nicht stehen. Und leider, die Monty ist nicht in Spotting Range. Naja, schade, schade, schade. Also schade für die Somers, natürlich gut für die Daring. 100k in der Halland, das kann sich sehen lassen. Ein großes Problem, das ich noch zusätzlich bei der Halland sehe, einmal ausgenommen von der Ausstattung des Schiffes generell. Die Halland kann sehr guten Schaden machen, wegen der hohen Geschwindigkeit der Torpedos von 86 Knoten. Und der schnellen Reload, natürlich die... Der Damage, also der Schaden, der maximale jedes einzelnen Torpedos, ist stark verringert. Aber auf was wird dieses Schiff die Torpedos werfen? Auf was wird dieses Schiff abzielen, um Schaden zu machen? Was ist der Hauptgegner dieses einen Schiffes? Schlachtschiffe. Schlachtschiffe sind die fette Beute. Die Schnelligkeit der Torpedos und das schnelle wiederholte Werfen und mit der hohen Reichweite kann man Schlachtschiffe, die weit hinten stehen, die nicht so manövrierfähig sind wie andere Schiffe, viel, viel einfacher bekämpfen als zum Beispiel ein Kreuzer oder ein DD. Ein DD selbst übersteht sogar vielleicht sogar zwei Treffer eines Halland-Torpedos, kommt darauf an, wenn sie beide auf dieselbe Stelle gehen, dann eher. Und wenn sie beide auf eine andere Stelle gehen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz ist es möglich, je nach DD. Harugumo zum Beispiel wird das auch schaffen, also und je nach Trefferpunkte. Aber das bedeutet für die Halland und ihren Kapitän, dass man exorbitant Schaden machen muss auf Schlachtschiffe, um zu denselben Basis-XP zu kommen, um zur selben Ausbeute zu kommen. Vielleicht sehen wir es auch im Abspann, aber es ist hier ein bisschen schwieriger hier bei Cider, denn er hat die Shimakaze erledigt und er bekämpft die Somers. Und da ist jetzt noch eine andere Halland und noch eine Somers. Das bedeutet, er kann theoretisch beide DDs noch bekämpfen oder Schaden drauf machen. Das funktioniert mit gutem Team und ein bisschen Unterstützung. Oder aber, wenn noch ein anderer DD da ist, damit man auch rein kann, weil wir haben hier 6,0 km Aufdeckungsreichweite. Da ist eine Somers noch ein bisschen geschützter. Kann theoretisch wegfahren, seht ihr, wir sind offen, die Somers noch nicht. Ich sage es immer unterschiedlich, weil ich nie weiß, wie man den Namen der Person, nach der sie benannt ist, ausgesprochen hat. Deswegen decke ich beides ab. Ah, da ist jetzt weggefahren, die Somers. Ja, gute Idee übrigens. Ich finde, die Somers ist besserer Allrounder als die Halland. Halland kann in den Cap, aber sollte nicht. Die Somers kann ins Cap, sollte das auch, weil ich finde es einfach stark. Wie gesagt, der Nebel wird dann einfach als Defensivnebel eingesetzt, wenn der Feind mehr Support hat. Ja, die Somers können schon Schellen reinhauen, aber man sieht, sie trifft nicht so gut. Das ist das Problem. Unten am Schaden, man sieht die Treffer, es waren jetzt 2 Treffer, selbst mit Halland gemeinsam hier. Seht ihr, die Halland trifft besser. Ah, jetzt wieder eine Salbe weniger wegen Kursänderung. Ja, doch ein bisschen besser. Das könnte nicht gut ausgehen hier. Aber wir wollen zugehen, wie es aussieht. Cider möchte zugehen. Das ist natürlich die intelligente Art und Weise, wie man das hier spielt. Ja, jetzt schießt er nochmal. Why? Ja, weil die Torpedos unausweichbar sind. Will er noch mit Kanonenschaden machen. Das wäre doch das Beste, wenn man ein DD mit Torpedos rausjagt.
Die Kirsche auf der Sahnetorte. So, hier haben wir 114.000 mit 4 Kills. Auch der Kraken wurde uns hier wieder verwehrt. Ah, das ist... In letzter Zeit ist da der Wurm drin mit den Kraken-Replays. Aber na gut. Dennoch hat es für 2496 Base XP und den ersten Platz damit gereicht. Knapp vor dem Thunder und der Nevsky. Ihr seht, das Team war gar nicht schlecht aufgestellt. Wenig Ausfälle, bis auf die Shimakaze am Anfang. In dem Gegnerteam war quasi nur die Des Moines, ja, Stieglitz. Da, wo wir vorher kurz gelacht haben über den Namen und den einen Treffer, wo er die Halland noch getroffen hat mit der Ausreisegranate. Aber ist natürlich mal wieder bezeichnend für den Matchmaking, für das Matchmaking. Ist ein komisches Matchmaking hier, oder? Alle Clans wurden zusammengewürfelt, die maximal in die Goldene Liga gekommen sind. Keine Hurricane- oder Typhoon-Ligaspieler. Komisch. Naja, dann ist es halt so. Der ausführliche Bericht, ihr seht, was wir vorher angedeutet haben, 28.000 auf die Monty, 30.000 auf den Thunderer, Gott sei Dank ein bisschen Schaden auf die Sau, da haben wir nochmal ein paar Treffer auf einen Kreuzer und dank den Hallands, Sommers und Shimakaze Kapitänen sind wir ganz oben. Das ist ganz, ganz wichtig. Creditpunkte, 500.000, das kann sich immer sehen lassen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden des Halland Replays, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Dankeschön für alle, die mir fleißig weiter einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.